Immer her damit. Oh, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich im Äther. Geil. Nicht schlecht. Goldschmiedegilde steht dir nun zur Verfügung. Dankeschön. Und. Ich drehe mich um und dann müsste es dann sein. Genau. Heureka. Was hier immer los ist. Mit wem muss ich jetzt genau quatschen? Ah, da hinten. Da hinten muss... Oh, jetzt hier gerade umgezogen. Ne? Gell? Schick, schick. So, Jemim. Oh, Jemim ist auch schön. Gegenstand geben, die wie gesagt gar nichts. Ich gebe ihr einfach mal nur das, ne? Die Quittung. Gib mir dann, sie gibt mir den Helm quasi dafür. Der Sternreif Zazariku? Einen Moment, der Herr. Genau. Für Zazariku, ja, ich warte. Oh je, das ist mir ja so peinlich. Ich fürchte, es gab da ein paar Schwierigkeiten bei der Anfertigung des Stirnreichs für Zazariku. Uns ist während der Arbeit der Granat ausgegangen und wir warten noch immer auf die nächste Lieferung. Ich dränge mich ja nur ungern auf, aber könntest du Schiefergriff in der Minenarbeitergilde die Situation erklären? Meinen Unterlagen zufolge hätte er die Edelsteine liefern sollen. Vielleicht hat er es ja nur vergessen. Oh toll. Jetzt muss ich zur Schiefergedönsgilde. Wo sind die denn? Wo ist die denn? Um die Ecke quasi. Okay, gut. Das geht ja noch. Dann gehen wir wieder raus hier. Le Reit. Dann geradeaus. Okay. Was ist mit euch los hier? Jungs? Stehen die da? Ich soll arbeiten. Und nicht da rumstehen. So. Da ist ja noch mal einer. Wahnsinn. Wie viel gibt's denn von den Dingern? Ist ja krass. Minenarbeitergilde. Okay, anscheinend an jeder Gilde gibt es so einen Stein. Der steht auch nur so rum. Haben ja alle nichts zu tun, ey. Ach, guck mal, wie schön hier die Frames. Geil. Wie gediegen hier die Frames sind. Das liegt echt nur an den Spielern, wenn die im Bild sind. Krasser Scheiß. Was mit dir? Du kriegst es nicht hoch, hä? Kriegst ihn nicht hoch. Ja, Mai, streng dich an, du bist ein Riesenochse. Jesus Maria. Und du? Ja. Lass euch mal alleine. Verhebt euch nicht. So, was ist hier? Nichts. Gut. Und ihr? Ein Sack voller Kill mit deinem Namen drauf, Liebste. Okay. Dann hier rein. Da ist er, der gute Mann. Mit dem möchte ich reden. Mir steht der See nach einem Bierchen, also beeil dich und sag mir, worum es geht. Sie will wie viele verdammte Granate? Bei den sieben Höllen. Junge, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und dieser Junge, der sich selbst für den nächsten schönen Franz hält, sollte sich mehr um seine Schwertkunst als um sein Aussehen sorgen. Nun, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass dieser kleine Schnösel sich in seinen Granat kleiden kann. Wenn er dann bei seinem ersten Kampf drauf geht, hinterlässt er wenigstens eine hübsche Leiche. Der Granatgladiator. Okay, abschließen. Was präzis? Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Cool. Wir haben übrigens hier unten was Neues bekommen. Schurkenschwert. Du führst eine physische Attacke aus. Die 4. Machen wir das mal. Falsche Aktion. Ich ziehe mal mein Schwert. Falsche Aktion. Okay, gut. Oh, übrigens ist er auch hübsch hier, ne? Der Adalberta. Hallo. Hallo Adalberta, was willst du denn jetzt hier? Ich stehe direkt genau vor Adalberta, super. Ich hätte gerne deine Nummer, wie sieht denn das aus? Guck mal, stehen sie alle in Reihe und Glied da. Für was bist du hier zuständig? Mein Name ist Adalberta, ich bin die Gildenmeisterin der Minenarbeitergilde und sehe hier nach dem Rechten. Ich organisiere den Haufen und passe auf, dass die Aufträge des Minenbesitzers ordentlich ausgeführt werden. Wenn nötig, unterstütze ich das Ganze innerhalb wie außerhalb der Mine. Es ist beileibe nicht einfach, aber wir geben täglich unser Bestes. Das ist sicher. Okay. Keine Telefonnummer also. Dann eben nicht. Der säuft sich hier die Pinne zu. Alles, was recht ist, ne? So. Dann Russ hier. Dann haben wir das alles erledigt. So, lasst uns schauen, was denn noch in der Nähe ist an Aufträgen. Da ist noch was. Fast wie zu Hause. Okay, das ist ein Hauptauftrag. Was habe ich denn jetzt noch hier? Ätheriten berühren habe ich gemacht. Gladiatorengilde Vorschläge werden. Ja, ja, ja. Könnte ich machen. Jetzt mal kurz schauen, wo bin ich denn jetzt hier? Ah ja. Okay.
Okay, es läuft. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich könnte mal rennen. Ich muss erstmal diese ganzen, sowieso die ganzen Äthersteine hier jetzt, müsste ich jetzt mal hier aktivieren. Ach, jetzt bin ich hier. Ich will mich hier umdrehen. So, das heißt hier entlang. Oder wie komme ich da drüber? Da rein? Nee, da komme ich nicht rein. Oh, krass, muss ich hier hoch, oder was? Das war der rote Teppich hier. Wahnsinn. Okay. Hier ist schön. Powerbunga. Cool. Ebene der Redner. Jetzt sind wir auf der Ebene der Redner. Da vorne ist ein Stein. Sehr schön. Was ist denn hier los? Lord Loretto ist ein dreckiger alter Sack. Sprich leiser, in seiner Vögelchen könnten dich hören. Einer seiner Vögelchen könnte dich hören. Okay. Sehen wir auch nicht was zu bequatschen. Bin ich mal froh, dass ich das Gespräch mitbekommen habe jetzt noch. Dass es diesmal nicht so schnell ging. So. Ich möchte hier anfassen. Fass es an. Touch it! And break it. So. Herrlichst. Gut. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Zu dieser Gladiatorengilde. Wo ist denn das? Ach, hier unten, ganz da unten. Versuch's kann ich nachher, das ist ein Auftrag. Hier ist es. Fast wie zu Hause. Ja, dann laufen wir doch erstmal zum Auftrag hin. Halt. So, da geht's nämlich hier entlang dann. Na, hier hoch. Alles klar. Gut, 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 gut. Und dann links. Talkreuzgang, da ist schon wieder der nächste Auftrag. Ne, jetzt mache ich erstmal zum Ausrufezeichen ganz runter. Das heißt, komplett Richtung Süden. Okay. Ach, ist hier erfreulich wenig los. Ne? Oh, das ist der nächste Stein. Ja, du. Was ich hier einen Stein alles anfasse? Es geht auf keine Kuhhaut. Was ist denn da vorne los? Was ist das denn? Um Gottes Willen. Was bist du denn für einer? Jetzt ist er weg. Oh, da ist er weg. Soll ich mir gerade mal anschauen? Hallo Kollege, du siehst fast so aus wie ich, kleidungstechnisch. Alchemistengilde. Oh, hallo. Hier wird die Alchemie verübt, ich sehe schon. Die ganzen Crystal Meth Hersteller hier. Habt ihr kein schlechtes Gewissen? Na, müssen uns recht sein. So, da vorne, Alevin, was hast denn du hier zu erbitten? Cool. Alevin benötigt Hilfe beim Testen einer revolutionären neuen Medizin. Oh Gott. Tablettentester, da hüss. Ja, ja, ja. Mein Werk ist vollendet. Merke dir meine Worte. Diese Formel wird die uns bekannte Alchemie für immer verändern. Ein kleiner Schluck von diesem Tonikum und selbst das leichteste Fieber wird sofort ausgetrieben. Ja, das ist natürlich gut. Aber ich muss es noch erst mal testen, Abenteurer. Während ich mehr davon herstelle, würde ich dich bitten, diese Menge hier zur Perlengasse zu bringen. Zu einem Mann namens Landebert. Soweit ich weiß, schauen die anderen Flüchtlinge zu ihm auf. Flüchtlinge? Überzeuge Landebert davon, seinen Leuten mein Tonikum zu verabreichen. Ich verlange auch nichts dafür. Schließlich wäre es ein enormer Fortschritt, wenn es sich als effektiv erweisen würde. Oh, und als Alchemist ist es natürlich meine Pflicht, mich um die Kranken und Verletzten zu kümmern. Okay. Das heißt, ich habe jetzt das Tonikum hier und jetzt muss ich jetzt irgendwo zu den Leuten bringen. Können wir diese Wasser nicht benutzen? Ja, ja, dreh du ordentlich, ne? Mach deine Arbeit gewissenhaft, ne? So. Denn ich mache meine auch gewissenhaft. So, hier durch die ganzen Crystal Meths. So. Jetzt müsste ich halt wissen, wo diese komische Perlengasse ist. Ach, schau. Hier, Versuchskaninchen, da vorne links dann. Muss ich zum nächsten Ladebereich dann? Kein Problem. Kriege ich hin. Das wäre dann jetzt hier links. Ja. Genau. Hier links. Oder auch nicht. Ich muss in eine andere Ebene. Ich muss runter da. Oh, Jesus Maria. Da muss ich aber nochmal umdenken dann. Jetzt muss ich quasi hier rechts dann, oder? Oder wie verstehe ich das? Verstehe ich das richtig? So rum. Das liebe Kärtchen. Ist mir nicht ganz so heuer hier gerade. Okay, jetzt laufe ich links rum. Das ist natürlich schlecht. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Ich muss doch hier oben bleiben irgendwie. Nee, ich muss runter. Oder muss ich noch weiter hoch? Ich raff's gerade nicht. Diese Ebenenanzeige ist mir nicht ganz geheuer. Geht's noch höher dann? Nee. Noch höher geht's nicht. Doch, da geht's noch höher.
Muss ich dann komplett hier rum, oder wie's? Nee, Herrscherpromenade. Gott, wie komme ich denn da hin? Darüber. Was ist denn jetzt los hier? Kann ich da durch? Nee. Warum steht denn hier alle hier? Das ist hier eine Versammlung der anonymen Helden, oder wie's? Da möchte ich jetzt doch nicht stören. Jesus Maria. Die Karte verwirrt mich. Sie verwirrt mich. Dann gehe ich jetzt doch mal hier runter. Bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt können wir mal rennen. Die Perlengasse. Nee, komm. Ich gehe zum... Na? Dreh dich um. Ich gehe zum Stein und lass mich mal bei der Abenteuergilde raus. Vielleicht finde ich da den Weg besser dann. So, zum Stein, Abenteuergilde, dann eine Perlengasse suchen. Ja, das läuft. Das kriege ich mal hin. So, Stein tut dann weg. Ich habe dich berührt. Abenteuergilde. Oder steht hier irgendwo Perlengasse? Nee, ne? Nee. Blöd. Dann. Scotty, beam me up. If crafting guide for dragon pre-relic weapon also melding. Steht lauter Text hier unten. Hallo? Du hast keine Hosen an, ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Tulling, Phosphor. Aber gut. Jeder wie es will. Also, nee, Versuchskaninchen. Ah, rechts rum. Nee, wo ist denn das jetzt hier? Shit. Jetzt habe ich hier wieder verkackt, gerade kartentechnisch. Ich gehe da jetzt rein. In den Treibsand quasi. Also ich glaube, es muss echt an der Serverbelastung liegen, dass es so hart ruckelt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Jetzt gehe ich hier entlang. Und dann hier rein. Und da raus. Und dann sollte ich zum Versuchskaninchen Teil kommen. Und es ist immer verdammt lange Nacht, kann es sein? Irgendwie kommt mir die Nacht jetzt doch sehr lange vor. Was ist das denn für einer? Oh, du hast einen Blumentopf auf der Schulter. Was geht denn ab? Oder ach, das ist ein Stab. Ach so. Okay. Kann man ja, ne, auch falsch sehen. Ah, da vorne ist was. Da vorne ist ein hell leuchtend roter Lars Landeberg. Sehr schön. Hallo, Landeberg. Ich mach mal das Kettchen hier zu. Da sitzt er. Okay. Dem geht's, glaube ich, nicht so gut. Wie bitte? Arzneimittel für die Kranken? Ja. Genau das. Bitteschön. Na, übergeben. Aber nicht brechen. Das könnte unsere Leute in der Tat gebrauchen. Vielen Dank. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, Junge. Für euch mag es lediglich ein Experiment sein, aber für uns geht es um Leben und Tod. Die Wahl zwischen dem Gesöff dieses Typen oder gar nichts ist daher nicht wirklich eine. Abschließen. Okay, gut. Hauptsache, ich bekomme ein bisschen Geld und Erfahrungspünktchen. Okay. Was haben wir hier noch alles? Da ist irgendwas krass Rotes. Lass mal kurz an der Karte schauen. Ach so, da ist wieder sowas. Ach, bin ich hier am Markt? Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Jetzt, was haben wir denn hier noch? Das ist leider fast wie zu Hause, genau. Das ist das? Gut, dann. Gladiatorengilde würde ich sagen. Ah, nein, schau hier. Der will schon wieder was. Der will ja schon wieder was. Landeberg, was ist denn jetzt los? Haben Sie Problems? Landeberg möchte dir ein kleines Zeichen der Anerkennung zukommen lassen. Es gibt nicht viele Leute, die sich freiwillig hierher begeben. Aber du hast das getan. Und dann auch noch Medizin mitgebracht. Es wäre unhöflich, sich dafür nicht gebührend zu bedanken. Diese Vase war einst... Ach, das ist auch egal. Wir wollten sie ohnehin gegen Nahrungsmittel eintauschen. Ich weiß, es ist lediglich ein altes Stück Keramik, aber vielleicht ist es ja von Wert für Sammler von kulturellen Artefakten. Ich habe von anderen gehört, die ähnliche Waren an solche Leute verkauft haben. Vielleicht kann dir ja einer der Händler auf dem Saphirstraßenmarkt die richtige Richtung weisen. Okay. Auftrag angenommen. Das heißt, ich muss jetzt zum Markt... Zum Verhassten. Aber das ist ja direkt da vorne. Dem gebe ich da mal die Vase, dass wir mal gucken, was er da reißen kann. Sindgut. Sindgut, du bist ein Hühner. Auf der Bühne. Also, zeige mir, was du drauf hast. Willkommen, willkommen. Wonach mag einem anspruchsvollen Herrn wie euch wohl heute das Sinn stehen? Nach einer Vase. Bitte, hier. Danke. Lasst mich mal einen Blick auf diese Vase werfen. Ich hoffe, ihr habt euch für diesen Schrott nicht von zu vielen Münzen trennen müssen. Eine wahre Flut von ähnlichen Objekten anderer Flüchtlinge hat zu einem absoluten Überangebot für eine ohnehin geringe Nachfrage geführt.
Die Märkte sind unbeständig, mein Herr. Wenn man die Trends aus den Augen verliert, kann man schnell alles verlieren. Einst habe ich das gleiche Schicksal erlitten. Damals trugen Marktviertel meinen Namen, bis Schicksal und Überheblichkeit meine Geschäfte zunichte machten. Aber ich bin immer noch hier. Und mein Name wird schon bald wieder jedem ein Begriff auf diesen Straßen sein. Der sentimentale Wert. Also die Vase ist quasi nichts wert. Man hatte nur sentimentalen Wert für den guten Mann. Na gut, dann eben nicht. So. Ich gehe mal hier rum. Na boah. Mal aufs Kärtchen schauen. Hat sich hier was Neues getan? Da unten ist was. Da unten sind sogar zwei Dinger. Krass. Neue Nadeln braucht das Land. Wie komme ich jetzt nochmal hin? Ja, ich kann hier entlang laufen. Huppe. Stopp. So rum. Nein. Bitte. Oh Gott, was kommt mir hier entgegen? Wahnsinn. Ja, cool. Habe ich einen Stein schon? Ja, den habe ich, glaube ich, schon. Und jetzt to the left. Lauernder Egel. Ach, Egel. Engel habe ich vorhin gelesen. Ach, ich muss wieder in diese Stoffgilde. Webergilde. Da hagelt es ja gerade zu Aufträge. So, wo seid ihr? Lila Mensch. Etelwein. Was machst du hier? Was redest du? Hältst du hier eine Rede? Der Modeschöpfer Etelwein könnte stilistischen Rat bei seiner neuesten Kreation gebrauchen. Oh weh, was soll ich bloß tun? Die Präsentation unserer Frühjahrskollektion steht mit ihren Lachshühnchen schon auf unseren seidenen Fußmatten. Und ich habe immer noch nicht die richtige Farbe für meine pflegeleichte Abendkleiderkollektion Thysnell da gefunden. Ich bin ruiniert. Ich bin mit meinem Nervenkostüm am Ende. Bitte, du musst mir helfen. Streife durch den Talkreuzgang und kundschafte die aktuellen Farbtrends für mich aus. Ich kann diesen Zustand unter keinen Umständen unter die Leute. Bestimmt ist meine Haut in einem jämmerlichen Zustand. Ob all dieses Stresses und die ersten grauen Haare in meinem fein gezwirbelten Bart sind auch nur noch eine Frage der Zeit. Wenn du herausgefunden hast, welche Farbe gerade im Kommen ist, kannst du direkt Leuku oder, oh Gott, Leuzu in die Alchemistengilde davon in Kenntnis setzen. Sie wird dann mit dem Färben der Stoffe beginnen. Du hast mein absolutes Vertrauen. Ich bitte dich schnell, erlöse mich aus dieser elenden kreativen Blockade. Ja, oh, da wollen wir dir mal helfen, dem guten Mann hier. Dem Modeschöpfer, wo ist denn der nächste Auftrag da unten? Juliana. Oh, zu Juliana. Sehr schön. Ein schöner Name. Juliana, was kann ich für dich tun? Oh, hallo. Hübsch ist auch noch. Okay. Juliana von der Webergilde könnte ein paar helfende Hände gebrauchen, aber immer doch. Hände kannst du von mir immer haben. Sei gegrüßt. Was führt dich zu uns? Wenn du gerade Langeweile haben solltest, könntest du mir vielleicht zur Hand gehen. Die Sache ist die. In Ulda findet demnächst ein Bankett einiger wohlhabender Bürger statt. Und die scheinen dort alle in neuen Kleidern aufkreuzen zu wollen. Unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten und allein mit unserer Stammbelegschaft werden wir dieses Arbeitspensum niemals bewältigen. Deshalb benötigen wir für die nächsten Wochen dringendst einige Aushilfskräfte, die uns bei einfachen Arbeiten zur Hand gehen. Könntest du vielleicht welche für uns anwerben? Motivierte Schneider und Designer, die auf Aufnahme in unserer Gilde hoffen, finden sich normalerweise zuhauf direkt vor unserer Tür. Schau dich einfach mal um und heiße vielversprechende Kandidaten willkommen. Am besten probieren wir es direkt mal aus. Tu einfach so, als wolltest du mich anwerben. Oh Gott, okay. Emotes. Wenn Worte nicht ausreichen, kannst du deine Gefühle gegenüber einer Person oder in einer bestimmten Situation mit Emotes ausdrücken. Wähle zunächst, sofern nötig, ein Ziel aus und dann Emotes im Hauptmenü. Emotes hier unten, okay. Und dann wähle dann das gewünschte Emote aus der Liste aus. In diesem Fall musst du zunächst Juliana als Ziel markieren und dann Willkommen auswählen, um das Auftragsziel abzuschließen. Aha, okay. Du kannst die Emotes auch zu deinem Kommandomenü hinzufügen, indem du sie einfach aus dem Emotes-Menü dort hineinziehst. Ja, okay, passt schon. Okay, kriege ich hin. Angewählt ist sie schon mal, ne? Hier. Einen grünen Kreis hat sie um die Füße. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Emotes und wähle Willkommen. Achso, warte kurz. Das muss man ja auch sehen können dann. Halt, jetzt drehe ich mich schon komplett rum. Dabei will ich nur die Kamera drehen. Warte kurz, einen schönen Winkel hier. So, wunderbar. Willkommen. Okay. Das ist mal eine Pose. Super. Ja, das machst du ganz ausgezeichnet. Wäre ich nicht schon hier angestellt, würde ich mich glatt selbst bewerben. Okay. Okay. Macht ihr mich jetzt hier an, oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Okay, Juliana, ja, dann kümmere ich mich mal drum. I will kümmern.
So, da geht's nicht durch. Ich muss wieder zurück durch dieses Gewuselruckel. Was ist denn hier los? Was wollt ihr alle hier? Geht doch einfach weg. So. Dann mal raus hier. Also wir bekommen genau markiert, welche Leute wir hier anwerben sollen. Hier ist einer. Ach, hier sind zwei. Schau. Sosota, Pipichua. Was ist jetzt los? Okay. Ich markiere. Und emotimiere. Irgendwie so. Ja. Nichts passiert. Doch, passiert. Es passiert was. Ich und Nain? Hey, du bist lustig. Mit meinen ungeschickten Händen nähe ich mir höchstens die Finger zusammen. Oh, hat geklappt. Hat geklappt. Hat geklappt. Obwohl er so kritisch, obwohl sich so kritisch geäußert hat. Pipichua. Ziemlich edle Klamotten, nicht wahr? Tja, neueste Sonnenseide-Kollektion halt. Da schlackerst du mit den Ohren, was? Okay, ich emote mal. Welcome. Winken kann ich auch. Freudentaumel. Jesus Maria. Das ist hässlich. Na, was meint er? Die Webergilde sucht Aushilfen? Sehe ich aus, als hätte ich Arbeit nötig? Okay. Trotzdem ist er dabei. Sehr schön. Was sind denn die nächsten? Wie, jetzt du auch, oder was? Lauernder Egel? Du willst hier... Na gut.